So, herzlich willkommen bei der Workshop Gang. Heute zur vorerst letzten Beräumungsaktion im Chemnitztal. Also vorerst letzte bedeutet einfach nur, es wird jetzt mal ein kurzer Moment Pause sein, weil es müssen auch erstmal wieder ein bisschen mehr Gelder gesammelt werden für die ganzen Container und alles. Und danach wird es hier natürlich sofort weitergehen. Ja, wie man schön sehen kann, hier ist schon eine ganz schöne Fläche, ist jetzt schon hier beräumt worden. So, von oben sieht man das ja noch viel schöner, aber damit man das auch mal von der anderen Seite ein bisschen hat, also die ganze Fläche ist jetzt ebenfalls schon so weit beräumt, dass man das noch mit dem Radlader hier ein bisschen gerade ziehen kann und dass es dann wieder ordentlich wird. So. Dadurch, dass natürlich bei dem Abriss das Haus von A nach B nach C hin und her geschoben wurde durch die Bagger und durch diese Behörde, die das vorher verursacht hat, muss man natürlich sagen, es liegt in dem Haufen alles von A bis Z und es muss natürlich alles sortiert werden und das ist natürlich das, was hier auffällt. Was? Ich filme, ja. Genau so passiert. Erstmal kurz geschalten am Bagger. Ich ein Radler. Ich bin auf dem Zweirad, da fahre ich mit dem Radler. Wo ist er? Da hinten ist er. Komm mal her. Ja. Kennst du Ice Age? Ja. Kennst du den Zerstörer von Ice Age? Ja. Kennst du den Zerstörer 2023? Ja, ich. Vier Fachmänner bei der Arbeit. Wird das was? Natürlich. Wir wissen aber nicht, ob die Kaffeemaschine wird, ne? Das ist egal. Zu Null wird ein Toaster. Also. Gut. Das musst du wieder filmen, ne? Hast du jetzt noch irgendwas zu sagen dazu? Das ist Mario sein Bagger. Mario sein Bagger. Oh je, oh je, oh je. Wir haben deine Pistole dort festgebunden. Und das wolltest du so hinten als... Nee? Das ist der neue Anhänger. Ah. Wir müssen die Verköstigung müssen wir ja auch mal öffnen, ne? Damit wir das mal haben. Das wollte ich das nicht unbedingt öffnen, aber ja. Jetzt hab's mir drauf. Tut mir leid, rausschneiden ist, ne? Hat noch eingefügt. Sag gerade noch, wir wollen ja die Verköstigung auch noch mal mit öffnen. Ja. Bewerfen? Naja, ich wollte das eigentlich ja so kurz vor mir fallen lassen. So kurz vor mir? Ja. Und er hat das geholfen? Nee, noch? Nee. Gut, weitermachen. Das hätte ich jetzt Donny wirklich umgebracht oder so. Das wissen wir gar nicht. Der Draht spickt doch in meinem Bein. Donny, warte, der liegt dort. Zeig den. Gut. Dort? Machen wir da immer.